Noch ist es eine ganze Weile hin, aber Wissenschaftler der NASA haben sich bereits Gedanken über eine Sonde zu Alpha Centauri gemacht, die 2069 losgeschickt werden könnte. Aufgrund der immensen Distanz zu Alpha Centauri von über 4 Lichtjahren müsste die Sonne sich selbst umbauen können, meinen sie. Forscher der NASA haben eine Reihe von Überlegungen für eine interstellare Mission zu unserem Nachbarstern Alpha Centauri vorgestellt, die zum 100. Jahrestag der ersten Mondlandung im Jahr 2069 beginnen könnte. Wie Anthony Freeman vom Jet Propulsion Laboratory der US-Weltraumagentur auf der Herbsttagung der American Geophysical Union erläuterte, hätten sich Wissenschaftler bisher vor allem Gedanken um den Beginn einer solchen Mission gemacht. Er und seine Kollegen hätten sich aber mit den späteren Schritten beschäftigt, also der Frage, was eine Sonde im System von Alpha Centauri leisten könnte. Für konkrete Planungen sei es aber noch zu früh, das sei alles noch sehr nebulös. Viele grundlegende Voraussetzungen für eine solche Mission sind noch nicht ansatzweise gegeben. So rechnet Freeman mit einem Raumschiff, das für eine solche Mission auf 10% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden könnte, beispielsweise durch ein Sonnensegel. Zur Information, 10% der Lichtgeschwindigkeit sind etwa 30.000 Kilometer pro Sekunde. Dann wäre diese Sonde 40 Jahre bis Alpha Centauri unterwegs. Eine Zeit, in der von der Erde aus in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse über das Ziel gesammelt werden dürften. Noch ist die Geschwindigkeit aber sowieso außer Reichweite. Voyager 1 etwa verlässt das Sonnensystem aktuell mit rund 0,005% der Lichtgeschwindigkeit. Die dann schnellste Sonde, die Parker Solar Probe, soll kommendes Jahr, also 2018, zur Sonne starten und von der auf 0,067% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Freemans wichtigster Punkt ist, dass eine interstellare Sonde nach ihrer Beschleunigung und der langen Reise nicht adäquat für die folgenden Teile der Mission ausgerüstet sein wird. Die umfassen ihm zufolge das Abbremsen am Ziel, die nötige Kurskorrektur, die Datensammlung und die Datenübertragung zur Erde. Deswegen könnte ein solches Raumschiff so konstruiert sein, dass es sich selbst kannibalisiert, um die nötigen Umbauarbeiten vorzunehmen. Beispielsweise könnte ein 3D-Drucker an Bord neue Teile herstellen, nach Plänen, die zum Start der Sonde noch gar nicht ausgearbeitet waren. Möglicherweise könnten diese Teile aber auch aus organischen Komponenten an Bord hergestellt werden. Auch darüber hinaus weisen Freeman und sein Team auf interessante Aspekte hin, die bei aktuellen Missionen so nicht aufkommen. So würde sich bei einer solchen interstellaren Sonde 12 Jahre vor der Ankunft jenes Fenster schließen, in dem Befehle an die Sonde geschickt werden könnten, auf die nach deren Bestätigung noch eine Reaktion möglich ist. 8 Jahre vor der Ankunft könnte das letzte Update an die Sonde geschickt werden, dessen Empfang und Implementierung diese noch rechtzeitig bestätigen kann. Schon ab 4 Jahren vor ihrer Ankunft wäre die Sonde wegen der langen Signallaufzeiten auf sich selbst gestellt. Die Kommunikation mit einer derart weit entfernten Sonde wäre aber sowieso eine Herausforderung an sich. Sollte die Sonde nach 40 Jahren Alpha Centauri erreichen, blieben ihr nur wenige Minuten zur Analyse eventueller Exoplaneten, bevor sie durch das System gerast wäre. Könnte sie abbremsen, blieben ihr einige Stunden und sie hätte so viel Zeit wie zuletzt New Horizons am Pluto. Nur wenn es ihr möglich wäre, in einen Orbit einzutreten, stünde das Ziel wirklich langfristiger Forschung offen, auf die dann wohl trotz der immensen Signallaufzeiten auch wieder Forscher auf der Erde Einfluss nehmen könnten. Auch wenn das alles nach weit entfernter Zukunftsmusik klingt, sind die Forscher der NASA nicht die einzigen, die solche Überlegungen für eine interstellare Mission anstellen. Ein derartiges Vorhaben ist etwa erklärtes Ziel des russischen Milliardärs Yuri Mina und seines Projekts Breakthrough Starshot. Der eben genannte russische Milliardär Yuri Milner will deshalb $100 Millionen investieren, um zu zeigen, dass die Technik bereits existiert, Raumschiffe in großer Zahl und vergleichsweise kurzer Zeit zu unserem Nachbarstern Alpha Centauri zu schicken. Gemeinsam mit dem Physiker Stephen Hawking kündigte er deshalb in New York das Projekt Breakthrough Starshot 2016 an. Dabei sollen Nanoraumschiffe entwickelt werden, die an Sonnensegeln hängen und von gewaltigen Laserstrahlen angetrieben mit 20% der Lichtgeschwindigkeit zu ihren Zielen rasen. Die sollen sie dann während ihres raschen Vorbeiflugs erforschen und die Daten zur Erde senden. Grundlage dieser Idee ist ein Konzept des Physikers Philip Lubin. Das sieht äußerst leichte Raumschiffe vor, bei denen alle Komponenten, also Kameras, Energieversorgung sowie Navigations- und Kommunikationsinstrumente,
auf einem sogenannten Wafer versammelt sind. Den will Starshot an einen deutlich größeren Sonnensegel befestigen, auf das von der Erde aus mehrere Laserstrahlen gerichtet werden. Die sollen das Mini-Raumschiff innerhalb weniger Minuten auf Reisegeschwindigkeit beschleunigen. 20% der Lichtgeschwindigkeit. Solche Raumschiffe könnten massenhaft produziert und losgeschickt werden, um eventuelle einzelne Ausfälle zu kompensieren. Auf dem Weg zu diesem ambitionierten Ziel gäbe es aber noch einige Hürden zu überwinden, räumen die Verantwortlichen ein. Keine dieser Hürden spreche aber prinzipiell dagegen. Alle Hindernisse und Probleme wurden übrigens auf einer eigenen Seite aufgelistet, damit Interessierte sich ein eigenes Bild und eventuell auch Vorschläge machen können. Im Gegenzug verpflichtet Milner das Projekt auf Transparenz und den Grundsatz des Open Access. Die Geschichte der Menschheit sei einer der großen Schritte, erklärt Milner. Auf den Tag vor 55 Jahren erreichte Juri Gagarin als erster den Weltraum. Heute bereiten wir den nächsten großen Schritt vor. Den zu den Sternen.